Bitte alles einsammeln, was euch gehört. Einmal alles einsammeln, bitte. Einmal alles einsammeln, bitte. Alles einsammeln, was euch gehört. Das ist mein Stiefel. Du merkst wohl, wie hinten so eine kleine Schlägerei losgeht und dann drei sich gegenseitig schlagen um einen Stiefel, der da wohl irgendwo in der Mitte des Flurs rumlag. Verdammt, bisschen Schwund ist immer. Also bei uns in der Kompanie wäre so ein Disziplinmist nicht entstanden. Haltet mal eure Leute hier im Zaum. Das sind 200 Söldner, die ich nicht kenne. Was habt ihr erwartet? Ja, haut die halt zu Brei, wenn die nicht spuren. Ja, spuren die denn nicht oder was machen die da? Die anderen ziehen sich an, aber wie gesagt, so ja, 3, 4 werden sich auch in einer Ecke prügeln. Dann merkst du, wie wohl in den Apotheterien, also den Umkleiden, gibt es dann auch noch ein bisschen Schlägerei. Kannst du es irgendwo splittern hören, ein Glas geht kaputt und irgendjemand geht auf den Boden draußen. Ja, ich würde einfach die erste Prügelei in die Mitte laufen. Ihr blöden Arschlöcher, jetzt bewegt euch, bevor ich euch alle eigenhändig aus dieser beschissenen Therme schmeiße. Ich schrei die an. Ja, überreden, einschüchtern. Das habe ich befürchtet. Warte mal, kam der nicht an? Ich habe noch nichts bekommen, da ist einer. Ja, das würfel ich neu. Wofür hat man denn hier? Mein Chippy. Ja, auch gar nicht so gut. Ja, sie ziehen sich an, ungefähr 10 Minuten später stehen die dann alle draußen. Es liegt zumindest keine Stiefel mehr rum, aber nasse Handtücher liegen überall rum. Das gesplitterte Glas ist natürlich immer noch so da. Ich brauche jetzt von dem Rest, brauche ich noch irgendwie eine Hauswirtschaftsprobe, damit ihr das noch retten könnt. Und Rafim hat vorgelegt, dieser Schwert um 7. Da hast du wieder deinen Chippy, ne? Immer verzieht sich mal lieber zum Hochkönig. Guck mal nach, wie weit der ist mit dem Merkel. Und denkt sich so, kommt man lieber in einer halben Stunde wieder, wenn die Party beginnt. Der Hochkönig sitzt immer noch draußen. Igna steht da wohl auch. Nein, etwas weiter nach rechts. Das Perfektionsmörteln hat begonnen. Wir sind mittlerweile mit den Mauern fertig. Wir haben beschlossen, dass wir uns eine neue Statue hier anfertigen. Sie steht zwar noch etwas schief und ich weiß nicht, ob der Meutel bis nachher aushärtet, aber das kriegen wir schon hin. Ja, das sieht gut aus. Das schaue ich mir gerne mal an. Und immer bleibt ein bisschen dort und denkt sich so, ach, die Thermen, da ist jetzt so eine ungute Stimmung, da bleibst du mal hier. Ja, während der Hochkönig oben die neuen Steine raufsetzt, Igna hat gerade angefangen, Meißel rauszuholen und meißelt jetzt gerade den schon leicht angetrockneten Bereich im unteren Feld. Also während oben weitere Steine draufgesetzt werden, Igna verfeinert unten. Oh, die Gäste sitzen draußen und bauen Statuen, das wird super. Ich würde gerne Chippy einsetzen, die 19 neu würfeln. Ja, los. Was mit dieser 200 Runde? Söldner durchs Bad, Jalan. Nee, ja. Ich bin nicht so gut im THW2. Aufräumen. Ja. Dann könnt ihr sehen, wie wohl Jalan hereinkommt. Und der sieht wohl auch gar nicht so sehr begeistert aus. Jalan, du kannst erkennen, wenn du dann durch den Eingangsbereich der Thermen trittst, ist das alles sehr neblig. Draußen hat irgendjemand ein Fenster eingeschlagen, aber von innen nach außen, so wie das Glas jetzt gerade liegt. Überall liegen ein paar Handtücher rum. Oh, ja, hier ist Chaos. Also in ungefähr einer Stunde soll es losgehen und hier kann man keine Gäste empfangen. Blick mich erstmal links, rechts um auf dem Vorplatz, sehe ich irgendwelche meiner Kameraden. Ja, die stehen, wie gesagt, jetzt alle hier im Inneren der Thermen. Ja, du hast noch irgendwie gesehen, Ömer, so ein kleiner Schatten ist dann aus den Thermen rausgehuscht. Du hast doch kurz geguckt, nee, da war er wieder weg. Und ja, du siehst jetzt, wie hier Iserun und Abelmir mit verschränkten Armen stehen. Abelmir versucht noch so ein bisschen aufzuräumen, ein paar Sachen wegzufischen. Und ist jetzt hier gerade der Einzige, der sich wirklich darum bemüht. Was ist mit Kiaras? Ja, der kommt auch rein, hat sich so ein bisschen im Hintergrund gehalten, hat gesehen, wie Abelmir natürlich seinen Nervenzusammenbruch hatte und blickt sich einmal ein klein wenig um. Ich bin dorthin und kümmere mich um die anderen Sachen. Und verzieht sich ganz schnell, um nach den anderen Reihergeweihten zu schauen und vor allem auch nach der Theatertruppe, wie weit die denn mit ihren Vorbereitungen sind. Tja, die haben damit gar nichts zu tun, die stehen draußen im Park auf der Bühne und proben. Denen geht's gut.
Was ja, wunderbar. Mit den anderen Dienern? Wir hatten ja bestimmt noch für den Aufbau und für das Essen servieren irgendwelche Diener bestimmt geordert. Ja, du kannst sie suchen. Du wirst dann, wenn du dann den silbernen Salon betrittst, kannst du sehen, wie sie da alle auf so einer langen Bank sitzen. Irgendjemand hat wohl ein paar ja, Rauchkräuter rausgeholt und sie sitzen da alle mit verschränkten Armen, verschränkten Beinen und tippeln so ein bisschen herum. Du kannst auch sehen, wie sie so ein bisschen nervös sind. Sitzen da alle und haben... Ja, sie erklären dir, sie standen da, das war alles hübsch und aufgebaut und sorgsam und auch das Selander war wohl auch schon hier und hat dann die ersten Gäste geliefert. Die sitzen dann oder die stehen dann alle drüben in der Küche und werden warm gehalten oder eben auch gekühlt. Aber wenn da die Söldner jetzt gerade Chaos stiften, haben sie sich erstmal alle hingesetzt. Ansonsten. Wer hat hier das Kommando? Das bin ich, mein Herr. Wir benötigen eure Hilfe. Die Thermen müssen wieder instand gesetzt werden von den gröbsten Unannehmlichkeiten. Ja. Das kostet natürlich extra, das ist mir schon klar. Genau. Aber nun gut, so soll es sein. Ich denke, 10 Leute müssten reichen, um die Thermen nun ja wieder in einen annehmbaren Zustand zu setzen. 10 Leute, die die Hinterlassenschaften von 200 Söldnern wieder wegmachen. Innerhalb von einer halben Stunde. Dann nehme ich alle, die da sind. Alle einspannen. Ja, nach und nach laufen so 25 Leute an dir vorbei. Jeder Einzelne hält die Hand auf, wenn er an dir vorbeigeht. Und erst wenn du ihm eine Dukate in die Hand gedrückt hast, gehen sie weiter. Tja, muss ich einen sauren Apfel beißen und drückt denen jeweils eine Dukate in die Hand. Ja. Magistra Isarun. Mhm. Ich lasse euch für 2 Stunden alleine. Und die Thermen sehen aus, als wäre Galotta persönlich hier mit seiner Streitmacht durchmarschiert. Was ist passiert? Die Söldner sind passiert. Ich weiß es auch nicht. Wir kamen hierher. Es war eine gigantische Wasserschlacht im Gange. Anscheinend ist es um die Disziplin unter diesen Männern nicht gut bestellt. Ich dachte, Rafim hätte Vernünftige besorgt. Nun gut. Das dachte ich auch. Also, na gut, die werden schon ihren Job ordentlich machen, aber... So können wir das den hohen Herrschaften hier natürlich nicht präsentieren. Ich glaube, Abelmir ist schon auf Hochtouren, um das Ganze zu beseitigen. Ich habe ihn zumindest gerade mit einem ziemlich schweren Geldsack in Richtung der dorthin lang marschieren sehen. Findet doch vielleicht die Söldnerführer, das werden wohl die Gewalten sein, und staucht die mal zusammen. Das wird am nächsten helfen. Na, bin ich denn hier richtig? Ihr könnt sehen, wie wohl ein ziemlich alter, verwirrter, dreinblickender Walner Uetskog hinter euch steht und sich so ein bisschen am Kopf kratzt. So ein bisschen durch den langen weißen Bart hält. Ich bin etwas früh, das mag sein, aber damit habe ich nicht gerechnet. Eure Hochwürden, willkommen. Wie ihr seht, sind noch einige, also Seitenblick in Richtung von irgendwem, der sich verantwortlich fühlt, Arbeiten im Gange. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Spaziergang durch den Park machen? Oh, gerne. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Ich bin sowieso schon etwas nass, aber ja, gehen wir doch ein Stück durch den Park. Flüstere dann noch, ich kümmere mich um die Söldner und setze mich in die andere Richtung ab. Ich nicke dir dankbar zu. Also ich würde mich immer noch bei den Söldnerführern aufhalten und jetzt mit denen bequatschen, wo die ganzen Männer jetzt hin sollen, die jetzt da alle aus der Therme strömen, einer nach dem anderen. Ja, komme ich da an? Ja, wo möchtest du ankommen? Bei den Söldnerführern. Die sind vermutlich, suche ich nach Rafim und der wird mich schon leiten. Ja, ansonsten, Coriana Ranfortes, die Chorgeweihte, die hier wohl zusammen mit einem anderen, einem Rashid Al-Ankra, kennst ihn. Derjenige, den sie den Löwen nennen, der einen weißen Wappenrock trägt. Er sieht hier etwas ähnlich. Gut, sein Gesicht ist etwas verändert. Jetzt, nachdem sein Kiefer gebrochen ist, seine Zähne nicht mehr ganz da sitzen, wo sie eigentlich sitzen sollten. Tankred Rondrian von Schnattermoor. Ritter aus Donnerbach. Hat hier wohl eine Leitung mit übertragen bekommen, was auch immer er hier tut. Dann ist er dann gegangen, umso besser. Ich bedeute mit der Hand Rafim zu mir. Ah, Jalan, da seid ihr ja. Wir haben schon auf euch gewartet. Ich dachte, ihr hättet mir vernünftige Söldner besorgt.
Das sind auch vernünftige Söldner. Warum sieht die Taverne dann aus wie ein buchstäbliches Schlachtfeld? Weil ihr die sauber wolltet. Pick mir mal den ersten Söldnerführer raus, nehmen wir mal den Löwen. Ida! Kommt auf dich zu. Erlan, ich hab dich gesucht. Hat mich gesucht. Und gefunden. Ihr kennt euch? Wir sind beide Schnattermaurer. Ah! Seid ihr Brüder? Nein, nicht ganz. Nicht wirklich, nein. Erlan hat sich die, gibt es nicht mehr. Erlan hat sich die Baronie unter den Nagel gerissen. Das traurige Häufchen Asche, das davon noch übrig ist. Interessiert mich nicht. Ich habe ein Schreiben. Mersinger zu unterschrieben. Welcher? Der Vater von Myrea. Er lebt noch? Hi. Und er sagt, du hast die Erbreihenfolge nicht beachtet und musst deine Abgaben leisten. Keine Sorge, ich werde dir das Fest nicht ruinieren, aber überleg dir schon mal, wie du das Geld zusammenbekommst. Natürlich, es läuft alles immer auf Geld hinaus, nicht wahr? Er grinst sich mit seinem gebrochenen Kiefer an, dreht sich dann um und interessiert sich nicht wohl weiter für die Befehle, die du ihm geben wollen würdest, aber Corianna tritt an dich heran. Also, mein Herr, wie können wir euch helfen? Hm? Rafim hat sicherlich schon gesagt, dass wir 200 Mann hier haben. Eine stolze Gruppe. Ich hab keine 200 Mann, er hat offensichtlich 200 Lappen. Seht zu, dass eure Männer erst einmal in Ordnung kommen und vernünftig uniformiert sind. Oder zumindest angezogen. Ja, sie sind mittlerweile alle angezogen. Bilde dir also was angezogen. Nun gut. Und dann, seht zu, dass ihr euren Aufgaben nachkommt. Das Gelände muss gesichert werden. Ist es schon. Und zwar jeder einzelne Eingang. Haben wir schon erledigt. Auch gut. Habt ihr eigentlich gewonnen beim Wagenrennen? Reden wir da nicht drüber. Solltet ihr euch nicht mit etwas Wichtigem abgeben? Immerhin hat Rafim bereits die Aufgaben übernommen, Befehle gegeben. Und wenn ihr diese jetzt ein zweites Mal gebt, dann verschwendet ihr nur Zeit. Offensichtlich wurden sie dann ja wohl nicht richtig ausgeführt. Ihr habt gesagt, ihr wollt die alle sauber. Mir war das auch recht, dass die dreckig waren. Du, das sind 200 Mann, was hast du denn gedacht, was passiert? Es brauchte keinen Hellseher, um herauszufinden, dass 200 Mann in der Therme vermutlich die nicht vorher so danach so aussieht wie vorher. Und ihr tut alle so, als wäre das die Erleuchtung des Jahrhunderts. Warum kommt ihr denn auf die Idee, dass die sich in der Therme waschen sollen? Weil ich das vorgeschlagen habe und ihr damit alle in Ordnung wart. Ja, dann müsst ihr das vorher sagen. Drehst du ein bisschen verzweifelt deinen Blick in eine andere Richtung und kannst da sehen, wie wohl Ömer in den Schatten hinter der zweiten Therme steht und da auf irgendwas deutet, so eine kleine Figur, die da gerade erschaffen wird, zwei Zwerge daneben. Ja, und gibt da wohl irgendwelche Tipps, wie man da die Nase wohl noch verbessern könnte. Derweil ja, du deine Augen wieder verdrehst und nicht genau weißt, was deine Kameraden da machen, kann Isarun gemeinsam mit dem geweihten Walner Uitskog durch den Park marschieren. Genau, also ich biete dem meinen Arm an, der ist ja dann doch schon ein bisschen betagt und möchte ja nicht, dass der dann hinfällt. Und dann mache ich so ein bisschen Smalltalk mit ihm über die Geschehnisse vom Turnier, falls er sich dafür interessiert. Ja, wird er natürlich antworten, hat das von der Tribüne aus verfolgt. Einfach nur, ja gut, damit er dabei ist. Hat natürlich schon auf seinen alten Jahren das ein oder andere Frühlingsturnier gesehen. Ja, das finde ich dann ganz spannend. Dann unterhalte ich mich mit ihm mal über vergangene Turniere und wen er besonders gern hat kämpfen sehen. Solche Sachen halt. Und eine leichte Kost. Ja, vor dem Sphärenschänder habe ich mir ganz gerne die Tournei vom Roten Pfeil angesehen. Besonders spannend, wenn ein solcher Elf, auch wenn er sehr badock war,
angetreten ist und jeden einzelnen Pfeil ins Ziel brachte. Unglaublich schnell hat er geschossen. Ein wahrer Könner. Ihr interessiert euch für das Bogenschießen? Vor allem für das, ja. Ich habe mit der Zeit das ein oder andere von ihm mitbekommen. Aber auch als ich schon ein kleiner Junge war, hat er geschossen. So ein Elf, der dann wohl auch schon viele Leben gelebt hat. Und naja, als ich ein kleiner Junge war, schon die Turniere gewonnen hat. Das ist schon etwas Besonderes. Ja, das kann ich mir wohl vorstellen. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Richtig. Verzeiht mir, ich habe kurz den Eindruck gehabt, dass ihr... Ich möchte euch auch nicht aufhalten, wenn ihr noch irgendetwas berichtigen müsst. Auf meine alten Tage, ich glaube, ich habe gelernt, dass es höflich ist, wenn man früher kommt. Lieber 5 Minuten vor der Zeit als nach der Zeit. Aber so, wie sich die Zeiten entwickeln, ich glaube, mittlerweile kommen sie eher später, weil das angebracht ist. Oh, die Etikette verändert sich. Das stimmt wohl. Also zu Hause ist natürlich alles noch in solchen Bahnen, wie es sein muss. Man kommt dann lieber ein bisschen zu früh, dann setzt man sich eben dazu. Oder unternimmt noch einen Spaziergang durch den Park. Ja, das ist sehr nett von euch. Ja, aber natürlich, Euer Exzellenz. Ja, während du durch den Park gehst, kannst du sehen, wie wohl auf der einen Seite durch das Gras marschiert deine Minne. Er hat auch wohl wieder eine kleine Leier oder eine Harfe in der Hand und kommt dann auf dich zu Alvan von Unterallertissen, der Vogt, zu Imling. Holde, ja, wunderbar. Holde Maid, ich hoffe, dass ich euren Spaziergang mit meinem Konkurrenten, er verbirgt sich dabei einmal so ein bisschen gespielt, nicht störe. Ich hoffe, dass ich euch eine weitere Mitte vortragen kann. Ich habe meine Künste verbessert. Tatsächlich, wenn ich euch einander vorstellen dürfte. Walner Jitzkok und Alvan von Unterallertissen. Es freut mich. Ganz meinerseits. Danke. Bitte, Alvan, begleitet uns doch. Sehr gerne. Wie gesagt, ich darf ich jetzt schon oder wollt ihr warten, bis es alle hören? Auch das ist mir natürlich nicht fremd. Ich kann mich gerne auch auf die Bühne stellen. Warum nicht jetzt schon? Es hat ja gerade aufgehört zu regnen, also nimmt eure Leier auch keinen Schaden. Also gut. O glücklich, wer dein Herz gefunden, das nur in Liebe denkt und sinnt, und mit der Liebe treu verbunden, sein schöneres Leben erst beginnt. Wo liebend sich zwei Herzen einen, nur eins zu sein in Freud und Leid, da muss des Himmels Sonne scheinen und heiter lächeln jede Zeit. Die Liebe nur, die liebt dein Leben. Kannst du dein Herz der Liebe weihen, so hat dir Praios genug gegeben, ganz Aventurien ist dein. Das war sehr schön. Ich klatsche höflich. Ja, weil ne Itzkok, das ist aber ein altes, das habt ihr natürlich selbst geschrieben, oder? Der Vogt schaut so ein bisschen pikiert, ist wohl gerade erwischt worden von Walner Jitzkok. Ja, genau, selbst geschrieben. Walner Jitzkok dreht sich wieder zu dir und zwinkert dir einmal zu. Ich kann kaum mein Lächeln verbergen, Ja, Alvan, das war sehr, sehr schön vorgetragen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das freut mich. Er hängt seine Harfe, seine kleine Harfe wieder zurück an den Gürtel und reicht dir dann seinen Arm. Den nehme ich natürlich an. Gut. Und so könnt ihr durch den Park flanieren. Derweil, Kiaras, bei den Geweihten, bei den Theaterleuten... Ja, zunächst schaue ich natürlich nach den Theaterleuten, dass alle anwesend sind, dass keiner Probleme hat und ob alles perfekt für sie ist, oder ob ich noch irgendetwas für sie tun kann. Ja, nein, denen geht's gut. Wunderbar. Ich freue mich natürlich schon darauf zu sehen, was sie uns zeigen möchten. Ja, du kannst sehen, dass Theophrastos Spektakulos, der Scharlatan, den ihr bezahlt habt, so ein kleiner untersetzter Mann, um die nicht ganz 30, wohl kurz davor, mächtiger Bauch, große Glotzeaugen, breites Grinsen und so ein dünner Oberlippenbart, hat sich aber auch ein bisschen geschminkt,
dreht da wohl gerade so ein bisschen in den Händen und zaubert dann so einen kleinen Lichtvogel in seine Hände. Und ist also auch schon gerade dabei, so ein bisschen zu üben. Ausgezeichnet. Ich bin mir sicher, ihr werdet eine wundervolle Arbeit abliefern. Ja, das werde ich. Wie gesagt, ich bin bekannt, dass ich vor solch großem Publikum spielen darf. Große Minne. Und heute, ja, vielleicht wird heute euer größter Auftritt überhaupt. Ja, ich habe viele große Auftritte. Dies mag einer von mir sein, der mich auf meinem Lebensweg begleitet. Was sagt, guter Freund, lest ihr den Hesindespiegel? Ach, zu selten, viel zu selten. Ihr hättet den ein oder anderen Artikel von mir lesen können. Nichtsdestotrotz, ich muss mir noch überlegen, in welcher Verkleidung ich hier das Ganze abliefere, ob ich als der großartige Theophrastos antrete oder mich vielleicht noch in Verkleidung eines, sagen wir, Mocha-Schaman werfe, einen Tabukonga oder so etwas ähnliches. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Kostüme dabei. Ich bin schon gespannt und ich vertraue natürlich darauf, dass ihr alle es wunderbar hinbekommen werdet. Ganz wie ich meine. Sehr schön. Dann überlasse ich die Männer ihre Arbeit und schaue mal nach meinen werten Kollegen, den anderen Reihergeweihten, was sie denn so aktuell machen. Ja, aktuell nicht so viel. Du kannst sehen, dass sie wohl verschiedene Weine testen, in Karaffen füllen, damit die atmen können. Ja, Pferde haben sie, wie gesagt, nicht dabei. Da hattest du ja die ganz nicht überzeugen können, dass sie dann hier im Park frei rumlaufen lassen. Und ja, die haben noch nicht so viel zu tun, freuen sich aber auf das Fest. Sehr schön. Ich hoffe natürlich, allen geht es gut und es wird ein wundervolles Fest. Raya wird sicherlich erfreut sein darüber. Ja, das denke ich auch. Ganz vorzüglich. Ein Fest mit uns kann gar nicht scheitern. Natürlich nicht. Oh, ich bin schon gespannt darauf, welches wundervolles Musikstück ihr ausgewählt habt. Ja, wir haben eine Ode. Eine Ode an die Freude, die wir spielen mögen, die Harmonie hier ganz kräftig nach oben heben möchte. Wir haben das ein oder andere aus dem Hochasreich mitgebracht, ein paar Sachen aus Weiden, ein paar Sachen aus Romulus. Sogar in Bezug auf den heutigen Abend, wenn wir das richtig verstanden haben, soll das wohl um Dapazien gehen. Also wir haben auch ein paar Stücke aus dem Rabenwunschenlande mitgebracht. Perfekt. Ihr habt weit mehr Erfahrung als ich, also werde ich euch nicht sagen müssen, was ihr zu tun habt. Ich vertraue euch vollstens. Wir haben übrigens vor, dass wir später noch einmal die Bedeckung in dem in Bardo-Thermen abnehmen und dann im Kaldarium, also den Holzboden im Kaldarium entfernen und dann werden wir zusammen mit einem Ferdi, den wir uns, wir haben natürlich auch ein paar Kontakte, den wir uns engagiert haben und wir werden dort ein paar Seemannslieder spielen, die Klänge aus Havena nachahmen. Es wird vorzüglich. Perfekt. Ah, es wird auch wunderbar zu dem Theaterstück passen. Wir sind ganz gespannt darauf. Oh, das erste wird auf See stattfinden. Oh, sehr gut. Dann werden wir die Bedeckung vorher sogar abnehmen. Die Leute etwas einstimmen, damit sie, bevor sie das Theaterstück sehen, die Seemannslieder hören. Ah, es ist gut, mit Profis zu arbeiten. Gut. Wie wollt ihr die restliche Zeit verbringen? Gehe ich noch zu dem Catering-Service. Ja, der ist gerade beschäftigt. Siehst du wohl, wie Abel mir mit strengem Blick da steht und anweist, was da gerade noch aufgeräumt werden muss. Ah, Abel mir, ich sehe, ihr habt bereits alles in Händen. Naja, ich muss ja diese Katastrophe bereinigen, die Raffin verursacht hat. Du da, räum die Pflanze richtig hin. Dreh sie zur Wand. Ja, genau so. Ganz ruhig. Harmonie, mein Freund. Es wird ein wunderschöner Abend. Es kann gar nichts schief gehen. Das werden wir sehen. Raffin, wenn man ihm einmal eine Aufgabe gibt,
Wie kann man diese Söldner durch die Thermen schicken? Nun, es war wohl unser Fehler, ihm nicht bessere Anweisungen zu geben. Da gehört doch gesunder Menschenverstand zu. Da schickt man die in kleinen Gruppen in die Therme, meinetwegen. Und nicht mit allen. Seht euch hier um. Nun, er ist ein korpsgefälliger Söldner, also keine Sorge. Es wird alles funktionieren. Ach, ich muss die Leute noch anweisen. Draußen, dieser Droschken-Service. Könnt ihr so lange die Aussicht über diese Bediensteten halten? Selbstverständlich. Und bin schon raus. Fliege sozusagen, renne fast nach draußen zum Tor. Ja, draußen am Tor kannst du auch schon die ersten paar Gäste sehen. Hat, wie gesagt, nochmal eine Zeit gedauert. Wir haben es jetzt ungefähr so 10 vor 6. Also, ja, demnächst soll es eigentlich offiziell beginnen. Und die Funktionäre sind vor allem da, also Leute wie Basin von Hohenkranig, Brangane von Dunkelsfahren, Krötenbrunnen, Falk von Siebental, Jinaya von Lurengarit kannst du auch erkennen, Lahor von Dragenfels, Ugo der Blutige von Mühling, also so ein paar Namen, die dir mal aufgefallen sind, ein paar Gesichter, die du damit verbinden kannst, hast beim Turnier nicht ganz aufgepasst, aber so die erste kleine Schlange steht dann davor und wird dann einzeln gemustert und von dem ersten Chorgeweihten dann langsam nach und nach reingeschickt. Ich würde die auch persönlich begrüßen am Tor, also nachdem der Chorgeweihte sie hat passieren lassen, ihn entgegentreten, die Hand drücken, sie mit Namen ansprechen natürlich, mit dem entsprechenden Rang. Und ihnen viel Spaß und Unterhaltung bei unserem Fest gönnen, wünschen. Sozusagen sich persönlich eingeladen fühlen, dass es ein bisschen familiärer wird. Gut, damit hast du auch alle Hände voll zu tun. Kommst dann quasi gar nicht mehr vom Tor weg und bist auch erstmal gebunden. Kannst dann also nicht mehr zu den Kutschen. Ja, vielleicht zwischendurch mal einen Söldner herbeirufen und ihm Anweisungen geben, dass nur Droschken des Droschkendienstes Blauer Alrik hier zugelassen sind und alle anderen vertrieben werden sollten. Die kann man erkennen an einem blau-weißen Anstrich an der Tür. Okay, gut. Wenn du das so im Vorfeld organisiert hast, dann wird er das natürlich auch spitz kriegen und kann sich dann persönlich als Droschkenbeauftragter darum kümmern. Wird er also dann auch wichtig tun und sich draußen auf so einen Stuhl setzen und die ganze Zeit nichts tun, nur nach irgendwelchen Droschken Ausschau halten. Meinetwegen auch das. Deswegen haben wir ja 200. Ja, was tun die anderen? Ihr könnt euch dann nach und nach sammeln. Ömer kann dann irgendwann von den Zwergen zurückkehren. Die sitzen da immer noch. Der Zwerg ist wohl fertig geworden. Sie hatten sich jetzt erst überlegt, ob sie einen Menschen bauen, haben sich dann für eine Zwergenstatue entschieden. Und der Hochkönig überlegt gerade, ob er da noch einen Drachen dran baut, weil sind noch genug Steine übrig. Hat dann nochmal den Baumeister der Therme beauftragt, dass er weitere Steine, weitere Mörtelhorn holen soll und noch ein paar Marmorblöcke, so ein paar große. Und der sitzt da jetzt gerade hinter den Cellarthermen und baut Statuen. Sieht das aus wie eine Krise im Entstehen oder sind die eher wie Kinder im Sandkasten, die man alleine lassen kann? Die kannst du auch alleine lassen. Gut. Dann werde ich mich wohl noch einmal einen Rundgang gemacht, geguckt, dass alle Eingänge auch wirklich abgedeckt sind, nicht, dass jemand pennt. Dann werde ich mich wohl auch bei den anderen im Haupttor einfinden. Mal zu Rafim gehen. Na Rafim, alles gut? Ja, alles ganz entspannt. Aber wir haben echt keinen Boronwein, oder? Nee, ich glaube, dass er sogar illegal ist hier in dieser Gegend. Ach, das Mittelreich, verdammt. Nö, ich warte noch darauf, dass das jetzt anfängt. Wann gibt's eigentlich was zu essen?